Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Elektrisch. Wir sind in Schwerin bei unserem Kooperationspartner Sternauto und wollen mal zwei Business-Limousinen vergleichen. Einmal aus China, der Herausforderer, der BYD Han, und dagegen der Mercedes EQE als Limousine. Beide Fahrzeuge sind knapp unter 5 Meter lang, haben Platz für 4 respektive 5 Personen und entsprechenden Stauraum und sind, glaube ich, so in der Limousinenklasse so momentan vielleicht das Nonplusultra. Wo sie sich unterscheiden, ist aber im Preis. Preis heißt beim BYD Han knapp über 70.000 Euro vor Herstelleranteil, vor BAFA-Förderung. Und dagegen hier in unserem Vergleich der EQE 500 4Matic mit einem Startpreis von gut Mitte 80.000 Euro. Nackt der volle Hütte, alles was geht, nichts änderbar außer die Außenfarbe, grob gesagt. Und bei dem alles gegen Aufpreis, so wie ihr es wollt, komplett individuell. Dieser Proband liegt bei 128.000 Euro. Und ich kann euch versprechen, der ist noch nicht mal volle Hütte ausgestattet. Also interessanter Vergleich, einfach mal fast 50.000 Euro Preisunterschied, aber wer ist die bessere Elektroautolimousine? Wir beginnen von außen, von vorne. Schau mal auf die Frontpartie des BYD Han. Und da muss ich euch sagen, das sieht modern aus, das sieht futuristisch aus. Wir haben hier schöne LED-Scheinwerfer mit Auf- und Abblendautomatik. Wir haben Air-Curtains für die bessere Aerodynamik. Und wir haben so ein typisches, flaches, modernes Design. Er sieht ein bisschen brutal aus, er sieht neu aus, er sieht modern aus. Ich muss sagen, die Frontpartie ist BYD äußerst gelungen. Und da wollen wir gleich mal vergleichen, wie sozusagen der Platzhirsch dagegen performt. Platzhirsch ist der EQE als Limousine. Hier schön in einem Weiß, dann in Verbindung mit der AMG-Line Exterieur, mit dem Pattern-Grill und mit den Digital Lights, wo ihr 1,3 Millionen Pixel pro Scheinwerferseite dann als LEDs optional bekommen könnt. Das ist eine schöne Sache, um dann halt auch im Dunkeln die Fahrbahn auszuleuchten. Serienmäßig auch mit LED-Scheinwerfern. Air-Curtains an der Seite und natürlich auch einem sehr, sehr guten CW-Wert, weil Mercedes sagt, über den CW-Wert holen wir uns eine gute Aerodynamik und mit einer guten Aerodynamik dann halt auch den entsprechenden Vergleich. Apropos Vergleich, schaut euch gerne mal die Einzelvideos an, wo wir euch den Han ausführlich vorstellen, wo wir euch den EQE ausführlich vorstellen, wo wir auch mit beiden Fahrzeugen eine Verbrauchsfahrt und den Ladecheck gemacht haben. Hier wollen wir hier heute uns auf den Vergleich der beiden Fahrzeuge konzentrieren. Und schaut gerne mal nach, ob ihr schon Teil der Einfach Elektrisch Community seid. Wenn nicht, würden wir uns freuen, wenn ihr uns mit einem Abonnement unterstützt. Habt ihr schon eure THG-Quote beantragt? Ihr habt die Möglichkeit, für euer Elektroauto, privat oder gewerblich genutzt, eine THG-Quote zu bekommen. Alle Informationen dazu habe ich euch zu meinem Partner Geld für E-Auto unten in die Videobeschreibung gepackt, wo ihr einfach nur eure Daten angebt, die Vorder- und die Rückseite eures Kfz-Scheins oder eurer Kfz-Scheine hochladet. Ihr könnt nämlich auch für mehrere Autos das beantragen und dann macht alles weitere Geld für E-Auto und ihr bekommt bequem das Geld aufs Konto überwiesen. Wenn ihr unseren Link nutzt, unterstützt ihr unseren Kanal und dafür sage ich schon mal ganz herzlichen Dank. Dicke, fette Puschen heißt hier bei BYD 19 Zoll in so einem schönen Kreuzspeichenoptik, schwarz glänzend, teilpoliert, gefällt mir richtig gut. Dahinter eine schöne Brembo-Bremsanlage, die brauchen wir aber auch, weil das Fahrzeug in 0 auf 100 in 3,9 Sekunden beschleunigen soll. Und das muss natürlich auch entsprechend stark abgebremst werden. Steffen, lass uns auf die Silhouette, lass uns auf die Seite schauen. 4,99 Meter ist er lang und damit so eine richtige Business-Limousine. Schön gezeichnet und ich würde fast sagen, so hier in dieser Black Beauty Outfit stört schon fast so ein bisschen der Chrom, oder? Ja, lieber ganz schwarz, oder? Da hätte BYD ja optional vielleicht nochmal so ein Night-Paket hinzufügen können, aber das kann man sicherlich auch schwarz glänzend folieren. Wir haben hier übrigens so einen schön mineralisierten schwarzen Metallic-Lack, Steffen, da musst du mal rangehen. Das sieht richtig edel, sieht richtig hochwertig aus. Und ich muss dir sagen, der BYD hat mindestens
genauso gute Spaltmaße, wenn nicht sogar besser als der EQE. Also da muss ich sagen, das ist gute chinesische Handwerkskunst gepaart mit hoffentlich guter chinesischer Elektrotechnik, dazu später mehr. Und auch die Heckpartie, schaut sie euch an. Es ist ja ein Sedan, ein Stufenhecklimousine, muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Gerade auch diese Dreidimensionalität der LED-Rückleuchten, hinten so ein angedeuteter Diffusor. Und damit ihr wisst, wenn ihr dahinter fahrt, warum er so schnell weg ist, die 3,9 Sekunden, die hat BYD dem Han natürlich aufs Heck gepflastert. Wir sprechen hier über Allradantrieb, 517 PS, 700 Newtonmeter Drehmoment, aber leider bei 180 km/h elektronisch abgeregelt. Das gefällt mir ja nicht so gut, weil 517 PS, Steffen, das ist ja eigentlich so eine 250 km/h Klasse, oder? Mindestens. Mindestens. Unser Proband hat 20 Zoll Felgen montiert. Ich glaube, 19 Zoll beginnt's. Bis 21 Zoll könnt ihr es konfigurieren. Hier eine schöne AMG-Felge, 5-Sterne-Optik, aber mit aerofizierten Blenden. Die kann man übrigens auch herausnehmen für all die Freunde, die gerne die Bremsscheiben sehen möchten. Und die gibt es auch nochmal in schwarz glänzend, optional. Was hier eigentlich auch gut gepasst hätte, weil wir das optionale Night-Paket hier verbaut haben. Das heißt, alle Chromteile sind eigentlich schwarz chromiert oder schwarz glänzend. Außer hier bei den sich öffnenden Türgriffen, da haben wir so ein bisschen statisch klassisches Chrom. Aber ich muss euch sagen, so die Seitenlinie, 4,96 Meter ist er ja lang, das EQE Limousinchen, das wirkt halt auch sehr, sehr genial und sehr, sehr gut. Aber wenn wir so ein bisschen auf die Spaltmaße schauen, Steffen, das ist aber hier ein schöner breiter Spalt, oder? Guck mal, wie der da breiter wird. Also ich muss euch sagen, da ist Mercedes so in der Handwerkskunst nicht immer so up to date. Auch hier, guck mal, Steffen, wie breit hier so die Lücke ist. Hier ist auch so ein kleiner Höhensprung drin. Ah, Mercedes, da hätte man sicherlich vielleicht noch mal so ein bisschen mehr ins Detailliebe stecken können. Ja, lass uns auf die Heckpartie schauen, Steffen. Da haben wir hier so eine kleine Abrisskante, finde ich ja genial. Wir haben unten auch wieder diesen schwarz glänzenden Look des Night-Pakets mit dem Diffusor. Wir haben schöne LED-Rückleuchten. Schau mal hier so eine Dreidimensionalität. Aber wir haben mal keine 3,9 Sekunden auf 100, das kann ich euch schon mal vorwegnehmen. Hier liegen wir also eher Richtung 5 Sekunden in der Beschleunigung, weil wir hier auch etwas weniger Leistung haben. 408 PS und über 800 Newtonmeter Drehmoment. Also da hat er eine Schippe drauf, bei den PS 100 PS weniger. Aber Drehmoment ist natürlich auch entscheidend. 4,7 Sekunden von 0 auf 100 und 210 km/h schnell. Es gibt auch noch AMG-Versionen, die etwas schneller können, dann mit Driving Package. Also da ist Mercedes noch so ein bisschen mehr in der klassischen Welt geblieben, was mir sehr, sehr gut gefällt. Übrigens, beide Fahrzeuge haben keine Haifischschlossen, Chapeau, haben die Technik in die Karosserie, in die Außenspiegel und in die Scheiben integriert. Und wir haben auch einen Unterschied in den Akku-Packs. EQE 100 Kilowattstunden brutto, 90,9 Kilowattstunden netto, dreiphasig 11 kW, 170, 173 kW im Peak, dann in der Schnellladung. Das ist alles top, 10 auf 80% in gut 30 Minuten. Beim BYD Han ist es ein bisschen anders und das zeige ich euch jetzt. Der BYD Han hat eine andere Akkuchemie, nämlich einen LFP-Akku. Und dieser LFP-Akku hat Unterschiede, unter anderem halt auch in der Ladeperformance. Der Wagen selber hat 85,4 Kilowattstunden brutto, 83 Kilowattstunden netto entnehmbar und hat keinen dreiphasigen 11 kW Lader, wo man irgendwo in 7, 8 Stunden den Akku hätte voll bekommen können, sondern einen einphasigen Lader, wo wir an 32 Ampere abgesichert maximal 7,4 kW bekommen, 16 Ampere abgesichert, dann nur 3,7 kW. Und da muss ich euch sagen, das ist mir einfach ein bisschen wenig, weil wenn wir die 83 Kilowattstunden durch 3,7 teilen, Steffen, du bist ja ein hervorragender Kopfrechner, dann brauchen wir über 20 Stunden, um den Akku von leer auf voll zu laden. Klar, für manche ist es vielleicht nicht so interessant, aber ich muss sagen, das ist eigentlich ein Wettbewerbsnachteil, nicht nur dem EQE gegenüber, sondern auch gegen dem Standard hier in Europa gegenüber. DC 120 kW im Peak, aber auch eine Ladezeit 10 auf 80%, wohl gute 45 Minuten. Schaut da ins Verbrauchsvideo mit Ladecheck, ob er es überhaupt geschafft hat, weil auch das ist ja bei BYD momentan so eine Situation, dass sie halt auch DC extrem langsam laden. Was ich so ein bisschen schade finde, weil denkt immer an den Preis, 73K gegenüber 86 Startpreis beim 504-Matic.
hätte ich mir mehr Ladeperformance gewünscht. Lasst uns in den Kofferraum schauen und da fangen wir mit dem EQE an und haben hier gute 430 Liter Kofferraumvolumen und haben die Möglichkeit, dann nochmal die Rückbank 40-20-40 entsprechend umzulegen, um dann auf 895 Liter Ladevolumen zu kommen. Die Fronthaube lässt sich nicht öffnen, wir haben auch keinen Frunk, aber wir haben hier so ein kleines Staufach, wo man zumindest nochmal ein Ladekabel und ein Schuko-Notfallset drin verbauen kann. Und was mir auch fehlt, Steffen, ist hier eine Möglichkeit, einfach mal im Kofferraum Feder vorgespannt oder elektrisch die Rückbank umzulegen. Das heißt, das machen wir manuell dann mal. Also entweder halt 20%, das ist ganz schön, weil sollen wir die Möglichkeit der Durchreiche mal für einen Skisack oder einen langen Gegenstand, dann können wir natürlich die kompletten 60% umlegen und auf der anderen Seite nochmal die restlichen 40, macht dann insgesamt wohl 100, oder Steffen? Jo. Jawohl, und kommen dann auf 895 Liter. Dachgepäckträger ist übrigens auch möglich mit bis zu 100 Kilo wohl. Und ihr bekommt optional, hat dieses Fahrzeug leider nicht, sonst wäre nämlich hier ein Hebel, auch eine Anhängerkupplung, wo ihr dann gebremst, ungebremst bis ja, 750 Kilo, aber wenigstens geht's, einen Anhänger ziehen könnt. Da wissen wir aber auch, dass zum Beispiel die Kollegen der Bayerischen Motorenwerke da auch ein bisschen mehr Anhängerlast bei ihren E-Modellen hinbekommen. Schade, dass Mercedes das nicht zulässt oder nicht möglich macht, weil viele von euch auch mal einen Freizeitanhänger ziehen, sei es mit Pferden, mit dem Boot oder für die Gartenabfälle. Und ja, Anhängerkupplung ist ja immer so ein kleiner Fokus oder für den Fahrradheckträger, Steffen, oder? Das wäre ja was für uns, mal so schön eine E-Bike-Tour, oder? Auf jeden Fall. Wir wollen in den Kofferraum schauen, hier vom Build Your Dreams, ist ja auch ganz nett gemacht hier mit dem Chrom. Der Schalter ist übrigens hier oben. Wo ist er denn jetzt? Na, da ist er. Und dann geht das auch elektrisch auf in 410 Liter Kofferraumvolumen. Was hast du da noch wieder für einen Koffer drin hier vorne eigentlich? Ja, Steffen, das will ich dir mal sagen. Das gehört eigentlich in jedes Elektroauto in meinen Augen. Und zwar habe ich hier so eine mobile Ladestation dabei. Das ist nämlich eine Wallbox für zu Hause oder mobil mit möglichen Anschlussmöglichkeiten. Also von Industriesteckdosen, Schuko bis hin zum Camperanschluss. Und da könnt ihr natürlich wunderbar euren BYD Han oder euren EQE auch mobil mit laden. Das ist von unserem Kooperationspartner EM2Go. Da ist auch in der Videobeschreibung natürlich ein Link und ein Rabattcode. Einfach elektrisch 10, gleich 10% auf alle Dinge im Shop. Und da kommen wir auch zu einem der gravierenden Nachteile. Wir haben nämlich eine elektrisch verstellbare Rückbank. Und durch die elektrisch verstellbare Rückbank haben wir leider nicht die Möglichkeit, die Rücksitzbank umzuklappen. Hier haben wir lediglich eine kleine Durchreiche mal für ein paar Skier oder einen langen Gegenstand. Das seht ihr da hinten am Ende. Das gucken wir uns von der anderen Seite nochmal an. Und dann haben wir hier ein kleines Staufach. Guck mal, Steffen, da passt mal gerade so ein Ladekabel rein. Und der Han hat ja auch keinen Frunk. Also von daher sind wir hier mit 410 Volumen doch vielleicht etwas eingeschränkt. Ja, Dachlast habe ich nicht gefunden. Ich habe auch keine Trägersystem hier für einen Dachgepäckträger gesehen. Schreibt da gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, ob es eine Möglichkeit für eine Dachlast gibt. Und ich habe auch nichts im Aftermarket oder beim Händler gefunden zum Thema Anhängerkupplung und mögliche Anhängelast. Also von daher sind wir da auch vom Han so ein bisschen eingeschränkter. Herzlich willkommen im Innenraum des Mercedes EQE 504-Matic und hier mit Hyperscreen. Der liegt ja bei gut 7.000-8.000 Euro Aufpreis, aber bietet euch natürlich eine Display-Landschaft und ein Interieur, was seinesgleichen sucht. Wir haben das Fahrerdisplay, wir haben das optionale Head-Up-Display, auch mit Augmented Reality, das heißt Pfeile, die auf die Straße projiziert werden, um euch zu lenken und zu leiten. Mega geil. Wir haben hier in der Mitte dieses riesengroße Zentraldisplay, wo wir dann alle steuern können. Schaut da gerne ins EQE-Video bis hin zur Navigation mit Ladeplanung etc. pp. As it's best. Und wir haben das optionale Beifahrerdisplay, was Steffen ja unheimlich gerne nutzt, um mal nebenbei ein Filmchen zu gucken, wenn der Olli ihn fährt.
Das ist natürlich auch möglich, ohne dass ich abgelenkt werde mit Bluetooth-Kopfhörern. Also ihr seht, im Bereich der Digitalisierung setzt Mercedes hier, finde ich, auch Maßstäbe. Aber es hat halt auch seinen Preis. Dieser Proband kostet ja 128.000 Euro. Große Staufach in der Mitte, induktive Ladefläche, zwei USB-C-Anschlüsse, ein großes Fach, zwei optionale Becherhalter, die man rein- und rausklappen kann. Dann haben wir hier nochmal so eine Schnellwahltaste dann für Funktion des Infotainments. Und wir haben ein großes Staufach dann auch nochmal mit Lademöglichkeit USB-C zweifach, schön tief runtergehend, weil es sich um ein rein elektrisch konzipiertes Fahrzeug handelt, was auch unterteilt ist, sodass auch der Beifahrer, wenn der Arm des Fahrers hier auferlegt ist, das nutzen kann. Also ich muss euch sagen, das ist alles mega schick und insane gemacht. Und auch ansonsten im Innenraum, muss ich sagen, hat Mercedes das gut gelöst. Wir haben übrigens AMG-Line-Interieur, Doppelspeichen, Multifunktionslenkrad mit Touch-Tasten, finde ich nicht so cool, habe ich ganz vergessen eben. Aber wir haben ein schönes großes Fach hier drunter, wo wir auch das Herrentäschchen, das Damentäschchen hinkriegen, zwei USB-C-Anschlüsse haben und wir haben hier schöne sportive Sitze mit einem ordentlichen Seitenhalt. Hier fehlt mir vielleicht so ein bisschen Schulterauflage, integrierte Kopfstütze, die wir auch vor und zurückklappen können. Das ist alles gut gemacht. Wir haben ein analoges Handschuhfach, finde ich auch gut. Ja, Türverkleidung ist ja so ein bisschen Reizthema beim EQE und EQS, finde ich, wenn man halt Mercedes-Standards gewohnt ist. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen. Bildet euch selber eure Meinung. Build your mindset, heißt das so schön. Also nicht build your dreams, sondern build your mindset. Ah, lustig. Und da machen wir nochmal das Panorama-Glasschiebedach auf, weil das muss ich euch sagen, jetzt hier so bei den 24 Grad in Schwerin, das ist smooth, weil A, fällt die Sonne schön rein, und die frische Luft. Last but not least die Sitzprobe hinten und da müssen wir so ein bisschen das Köpfchen einziehen, weil wir so eine Coupé-artige Dachlinie haben und flutschen hier ganz zart hinein. Hier hinten sitzt man äußerst bequem, auch dank der Mittelarmlehne, schön mit Tablet-Halter oder zwei Becherhaltern. Das muss ich euch sagen, das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben zwei Kinder-Isofix-Befestigungen, Fahrer- und Beifahrerseits. Ja, hier hinten haben wir eine schöne, vernünftige Rücklehne, aber das ist schon so ein bisschen härterer Kunststoff. Wir haben hier die optionale 4-Zonen-Klimaautomatik verbaut, aber nicht wie im EQS nochmal mit seitlichen Luftaustritten an der B-Säule, finde ich ein bisschen schade. Weil das ist halt gerade so ein Vorteil, dann nochmal vielleicht im Sommer und Winter in der B- und Entlüftung. Und wir haben hier hinten natürlich auch nochmal zwei USB-C-Anschlüsse für die Fond-Passagiere. Aber es ist halt hier ordentlich Platz. Ihr seht das, der Beifahrersitz auf die B-Säule eingestellt, der Fahrersitz wie immer ganz unten, ganz hinten. Und selbst da haben wir noch zwei Fäuste Platz, da würde auch noch ein zartes Rehkitz hinpassen. Also ihr seht, Platz ist hier genug und das Panorama-Glasdach, da kann man sogar im Dunkeln dann sich die Sterne anschauen. Herzlich willkommen im Innenraum des BYD Han. Und da muss ich euch sagen, das gefällt mir richtig gut, Steffen. Was sagst du? Sieht schon sehr sportlich auch aus, finde ich. Schöne haptische Knöpfe, das gefällt mir ja in der Multifunktion. Ihr könnt das in der Entfernung und natürlich auch in der Höhe entsprechend euch einstellen. Wir haben ein sehr, sehr schönes Fahrerdisplay. Wir haben ein Head-Up-Display, nochmal alles serienmäßig, volle Hütte. Wir haben ja ein sehr, sehr schönes 15 Zoll Zentraldisplay, was man aber scheinbar nicht, Steffen, horizontal, vertikal ausrichten kann, sondern es bleibt immer horizontal, wobei mir das persönlich jetzt auch reichen würde. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Wir haben die Möglichkeit einer wunderbaren Navigation. Schaut doch bitte mal, wie schnell das geht. Das ist doch, glaube ich, eines der schnellsten Prozessoren, was wir bisher gesehen haben. Da wirst du ja bekloppt bei. Also da muss ich ja wirklich sagen, Steffen, das ist doch einfach mal der Hammer. Das Einzige, was uns leider fehlt, ist eine Routenplanung inklusive Ladeplanung. Hat er nicht. Und da muss ich euch sagen, das gefällt mir 2023 gar nicht. Ich hoffe, dass BYD das über Over-the-Air-Updates nachrüstet, genauso wie halt hier alles auch in englischer Sprache ist. Hier fehlt weiter das deutsche Update. Und das sind alles so Dinge, finde ich, wenn man in Deutschland Autos auf den Markt bringt, dann sollte man sich logischerweise auch den Markt anpassen. Und das tut ja auch beispielsweise ein deutscher Hersteller, wenn er in China Autos verkauft, der wird das wohl in Chinesisch anbieten und nicht in Englisch oder in Deutsch. Also von daher, denke ich, haben wir da auf jeden Fall mal konstruktive Kritik anzumelden. Ja, zwei Becherhalter haben wir.
Plus hier nochmal so eine induktive Ladefläche. Sehr, sehr schön. USB-C, USB-A-Anschluss. Alles passend, auch schön in einem Fach versteckt. Hier in so einer Holzoptik, gefällt mir gut. Fahrstufenregler, ein paar Schnellwahltasten. Wir haben hier auch nochmal eine schöne induktive Ladefläche. Zusätzlich, wir haben ein doppeltes Staufach. Ja, man könnte fast sagen, man hat es so ein bisschen vom Benz abgekupfert, oder? Als wenn die irgendwie Fabrik in der Nähe gebaut wurden. Ne? Guck mal, hier ist auch noch so ein bisschen chinesisch, ne? Ist auch schick gemacht, oder? Also wer das entziffern kann, alles spannend. Da waren wahrscheinlich die Schlüssel vom Transport drin. Finde ich auch gut. Und das können wir auch alles hier wieder wunderbar verschließen. Was wir selbstverständlich auch haben, ist ein schönes Panorama-Glasschiebedach mit einer Jalousie. Aber das zeige ich euch gleich nochmal en Detail. Steffen, was Zucker ist, sind einfach die Vordersitze. Die sind einfach mega sportlich, richtig guter Seitenhalt, gute Beinauflage, schöne Schulterpolster, integrierte Kopfstütze, die ist aber nicht zu verstellen. Und dann guck mal bitte in so einem schönen Braunton, das sieht doch mal richtig schick aus hier mit einer grauen Naht abgesetzt. Schönstes Nappa-Leder, auch hier oben, guck mal, Nappa-Leder mit der Naht. Dann hier so eine Illumination mit Ambientebeleuchtung, hier wieder diese Holzoptik und auch hier schön weich gepolstert. Erst hier beim Handschuhfach wird es dann so ein bisschen kunststoffartiger. Also ich muss dir sagen, das ist einfach mal eine mega, mega Qualität. Schau bitte mal auf die Türverkleidung, Steffen. Also vom Allerfeinsten, da nochmal mit der horizontalen Raute abgesteppt. Alles mit Nappa-Leder bezogen, ein bisschen Holz und nur unten so ein bisschen Hartplastik, Dynaudio-Soundsystem. Also ich muss sagen, und das für 73.000 vor Herstelleranteil vor BAFA-Förderung, das ist einfach ein absoluter Wahnsinn. Und was auch der Wahnsinn ist, ist natürlich im Sommer oder im Frühjahr ein Panorama-Glasschiebedach zum Öffnen, wo frische Luft reinkommt, wo ich die Sonne abbekomme, dass ich schön braun werde. Auch alles serienmäßig und im Preis mit drin. Also Steffen, was fehlt denn eigentlich noch? Ich habe keine Ahnung. Ich könnte dir eine ganze Reihe von Dingen aufzählen, die mir einfallen würden, was fehlt. Vom Kino-Display wie im BMW i7, elektrisch verstellbare Rücksitzbank mit diesem smoothen Einzelsitz. Weißt du noch, Steffen? Oh ja. Wir schauen mal, was der BYD Han auf der Rückbank zu bieten hat. Steffen, das ist ja der Wahnsinn. Schau mal bitte diese Mittelarmlehne an. Becherhalter, wie im Mercedes EQS mit dem optionalen Display, Staufach. Hier können wir alles einstellen, nochmal an dem Display, bis hin zu einer Sitzverstellung elektrisch hinten. Steffen, guck dir das bitte mal an. Das wäre doch eine Business-Limousine, wo du mich immer schön fahren könntest, oder? Ja, wie immer. Ja, und wo wir natürlich hier, guck mal Steffen, das schöne Staufach nach hinten haben, wo wir mal einen langen Gegenstand durchladen können oder vielleicht auch ein paar Skier. Also ich muss dir wirklich sagen, für 73.000, was haben wir denn hier bitte schön alles noch? Wir können ja sogar den Beifahrersitz elektrisch vorne hinten verstellen. Ich stelle ihn mal auf die B-Säule. Schau mal, wie viel Platz ich hier habe. Selbst wo ich den Sitz ganz unten, ganz hinten habe. Klar bin ich auf dem Fahrersitz ein bisschen eingeschränkter, so fair müssen wir sein. Aber was haben wir da noch für einen Platz? Nicht nur für meine Tasche, sondern auch noch für einen Passagier. Wir haben zwei Kinder Isofix-Befestigung. Wir haben hier so integrierte Sitze. Die sind so smooth. Weißt du, was mir hier fehlt? Ein Kühlschrank? Nein, so ein puscheliges Nackenkissen zum Beispiel. Und dieser Cinema-Screen aus dem BMW i7. Und dann hättest du ja hier wirklich eine Limousine. Er sitzt best, oder? Definitiv. Wahnsinn, BYD, Wahnsinn. Lasst uns zum Fazit kommen. Und Steffen hat eine berechtigte Frage, Steffen. Ja, wenn BYD das, was da an Ausstattung drin ist, für 73.000 Grundverkauf, warum kostet dann der EQE 40.000 mehr? Das ist eine Frage, die können wir gar nicht beantworten. Und da kommen wir auch zu unserem Fazit. Du bekommst für 73.000 517 PS, 3,9 Sekunden auf 100, eine wirklich voll ausgestattete Business-Limousine inklusive Panorama-Glasschiebedach, Komfortsitze hinten, 4-Zonen-Klimaautomatik, hat da alles wirklich drin, feinstes Nappa-Leder. Das Einzige, was halt nicht dadurch hat, ist die umklappbare Rückbank. Ja, für manche ist das vielleicht ein Kompromiss, der störend ist. Und wir haben natürlich auch nicht die optionale Hängerkupplung jetzt gefunden oder eine Dachlast. Und dann haben wir natürlich diesen deutschen Premium-Hersteller, der sicherlich feinste Technik verbaut, eine schnellere Ladeperformance bietet und. Aber wie du sagst, halt 40-50.000 je nach Ausstattung dann halt entsprechend teurer ist. Und am Ende können es ja nur die Zuschauer entscheiden, für welches Fahrzeug sie sich interessieren.
Und deswegen können wir euch nur eine Empfehlung geben. Schaut euch den BYD Han und den Mercedes EQE bestenfalls in einem der 23-Stern-Auto-Autohäuser an. Vergleicht die Autos mal selber, macht die Sitzprobe, macht eine Probefahrt und lasst euch mal Leasing, Finanzierungskonditionen oder auch Barkaufangebote zu beiden Fahrzeugen erstellen. Ich glaube, ihr seid genauso verwirrt, aber auch gleichzeitig gespannt, welches Auto vielleicht besser zu euch passt. Ich hoffe, der Vergleich hat euch gefallen. Ihr bewertet es mit einem Daumen hoch. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die beiden Autos seht. Und dann hoffe ich, dass wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Schaut mal nach, ob ihr schon Teil der Einfach-Elektrisch-Community seid. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns mit einem Abonnement unterstützt. Vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis bald, euer Olli.